Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Boxboy. Heute spielen wir nicht mit dem Namensgeber himself, sondern mit seiner Freundin Boxgirl. Und nachdem wir im letzten Part die Highscores freigeschalten haben, habe ich mir überlegt, heute für diesen Part, ihr wisst, ich bin 100% geil, die S-Ränge nachzuholen. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt funktionieren wird. Deswegen könnte das ein sehr schnippelhaftiger Part heute werden. Aber ich tue mir das jetzt einfach mal an. Und wir haben es nicht mal geschafft, in Level 1 den S-Rang zu bekommen. Denn ihr seht schon, hier in Level 2 haben wir es tatsächlich geschafft. Ja, und das ist heute so das Ziel, dass wir die alten Level nochmal durchgehen und dort überall die S-Ränge nachholen. Mal gucken, wie gut ich mich denn dabei anstellen werde. Das geht ja eigentlich gar nicht besser, das erste Level, oder? Wir haben einen Block, also... Na gut, ich könnte natürlich die Krone ignorieren, das ist schon wahr. Aber wir haben schon gemerkt im letzten Part auch, dass wenn wir die Krone ignorieren, dass das dann trotzdem nicht funktioniert. Das reicht dann trotzdem nicht aus. Und ich kann ja hier einen Block hinstellen, ihr seht's. Und dann kann ich hier einen Block hinstellen. So, dann haben wir zwei Blöcke platziert. Oder ist das auf Zeit? Zeig mal her, tatsächlich, da ist eine Zeit, spielt da anscheinend auch eine Rolle. Aha! Okay! Ja, wir kommen langsam aber sicher dem Mysterium der 100% näher. Das ist schön, das freut mich. Also einfach durchrushen. Ein Speedrun. Das bin ich doch gewohnt. So ein bisschen. Donkey Kong und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Donkey Kong Country, Tropical Freeze und was haben wir sonst noch gemacht? Crash Bandicoot. Meine Güte, wir haben richtig viele Speedruns hier auf meinem Kanal gemacht. Also da kriege ich dann wohl hoffentlich auch Boxboy hin. Und außerdem haben wir sowieso in den ganzen Leveln richtig viel Zeit verschwendet beim ersten Mal durchspielen, weil, naja, ne? Das reicht nicht! Ihr seid aber schon ein bisschen, ne? Wieso reicht das denn jetzt nicht? Ich war doch ganz eindeutig besser. Ich werde wahrscheinlich irgendwo Blöcke sparen können, ne? Ja, aber hier nicht. Hier brauche ich ganz eindeutig zwei. Und hier brauche ich auch ganz eindeutig zwei. Aber ich glaube, hier reicht einer aus. Kann das sein? Ja, das kann sein. Ah, die sind krank. Die sind krank, Leute, mit diesen Herausforderungen. Aber ich... What the fuck ist euer Problem? Das ist Welt 1. Das ist Welt 1. Ah, ich überlege wirklich, ob ich das durchziehen möchte. Ich überlege gerade wirklich, ob ich überall den S-Rang möchte. Wir werden es auf jeden Fall mal in Welt 1 jetzt durchziehen, weil jetzt habe ich schon damit angefangen. So, einfach ein bisschen schneller spielen hier. Du musst halt wirklich jeden Schritt perfekt setzen. Das ist verrückt. So. Das war jetzt wieder von der Zeit her ein bisschen schneller. Blöcke ist genau gleich viel. Neuer Score. Es ist immer nur... Was mache ich denn hier noch falsch in diesem Level? Genau das meine ich. Sehr viel Schnippelarbeit. Das wird jetzt darauf hinauslaufen, dass ich hier schneiden werde. Tja. Komm schon, das ist nicht schwierig. Kann ich hier Blöcke sparen? Kann ich tatsächlich. Ach, das ist doch krank. Das ist doch krank. Ja, boah. Meine Güte. Vielleicht ist es ja gar nicht so zeitstreng. Vielleicht wollen sie es ja dann gar nicht... Hier kann ich auch sparen, ne? Nicht so. Ja, du kannst auch, glaube ich, an der Stelle Zeit sparen. Nicht Zeit, Blöcke sparen. Wenn du den Block nämlich hier hinstellst. Oh Gott, ey. Ich weiß nicht, wie streng das in den späteren Welten sein wird, aber bestimmt auch genauso gestört wie hier. Das reicht jetzt aber. Wehe, wenn nicht. Danke.
Meine Güte. Gibt's hier ein Muster für den S-Rang, dass ich so ungefähr das pro Level einschätzen kann? Nein, gibt es nicht. Weil hier sind es ungefähr 14.000, hier sind es ungefähr 15.000. Ah, man kriegt halt nicht mal eine Vorgabe. Man sieht nicht, wie viel die Entwickler wollen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. So musst du halt wirklich versuchen, jedes Level immer perfekter durchzuspielen. Ja, ich weiß nicht. War das perfekt? Das sah mir jetzt nicht perfekt aus. Hier kann man einen Block sparen. Hm. Fragen über Fragen. Reicht das? Sieht auch gut aus, oder? 15.000 ist euch natürlich nur ein A-Rang wert. Ach, Mann. Ach, Mann. Na komm. Gib mir den S-Rang in Welt 1. Es kann doch nicht so schwer sein, einen S-Rang in Welt 1 zu bekommen. So. Hier geht's ja nicht besser. Hier brauche ich 3. Zwingendermaßen. Hier ist die Frage, vielleicht reichen... Ja, hier reichen auch 2 aus. Wenn ich die nämlich so hinstelle. Dasselbe hatten wir ja auch hier. Hier reichen auch 2 aus. Yay. So, komm, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's. 16.000 S-Rang. Sehr schön. Dankeschön. Danke, danke, danke. Wir werden auch später noch im Shop vorbeigucken, weil wir haben eine ganze Menge zum Ausgeben. Deswegen, falls euch das jetzt hier nicht interessiert, wie ich krampfhaft versuche, die S-Ränge zu bekommen, dann vielleicht interessiert euch ja, was für wunderschöne Bonusspiele ich mir denn im Shop gleich kaufen werde. Wer weiß, wer weiß. So, hier reichen 2 aus, da bin ich mir relativ sicher. Hier reichen, glaube ich, auch 2 aus, weil man schafft den Sprung. Und das war dumm, Ultra. Das war sehr, sehr dumm. Schade. Hätte ja First Try werden können, ne? Hätte. Ah, ich glaube, ich sollte mir irgendwie die, warte mal kurz. Kann ich nicht den ersten Sprung mit einem Block auch schaffen? Das könnte sogar sein. Wenn ich hier... Ja. Sieh an. So, was brauchte ich jetzt hier nochmal? Hier bräuchte ich nicht so etwas, wie es aussieht. Ich muss mal ganz kurz gucken, was für ein... Weil auf Speed kriege ich das nicht hin. Ich muss wirklich gucken, was die hier für ein Ding haben wollen. So eins, ne? Nein. Auch nicht. Bin ich gerade zu blöd für das erste Level der ersten Welt? Ich bin ja echt gut, du. Komm, spring! Verdammte Dame! Nä. Hä, was brauche ich denn hier? Sowas. Na gut, okay. Alles klar. Wird gemacht, Boxboy, wird gemacht. Heps. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, aber ich glaube, das brauchte ich, ne? Nein, natürlich nicht. Bin ich eigentlich irgendwie geistig behindert? Ja, aber das... Ich bin irgendwie dumm. Irgendwie bin ich schon dumm. Das muss man schon zugeben. Dass der Ultra wirklich, wirklich dumm ist. Komm schon. Das war ein knapper Sprung. Ich weiß nicht, ob ich mir hier nicht vielleicht noch einen Block sparen könnte. Ich glaube schon. Ja, muss sogar. Das wird nicht reichen. Nee, natürlich reicht das nicht. Die wollen das wirklich perfekt. Die wollen jedes scheiß Level perfekt sehen für einen S-Rang. Das wird lustig. Da muss ich mir doch geil zum Internet angucken für spätere Welten. Das kriege ich doch niemals hin, ey. Wieso tue ich mir immer sowas an? Wieso bin ich so gestört? Wieso, ey? Boah, mach!
Wir haben doch nicht so viel Zeit, Mädel. Mach deine Arbeit. Dankeschön. Hängt das wirklich von der Zeit ab oder hängt das von den Blöcken ab? Da stellt sich mir gerade so ein bisschen die Frage. Spielt da alles mit rein oder ist das wirklich einfach nur das Blocklimit? So, hier werden wir bestimmt jetzt noch 3 Blöcke uns sparen müssen, weil dann kommen wir schön bei Welt 1 auf 30 Blöcke gesamt. Das wäre auf jeden Fall so das, was ich machen würde als Entwickler. Mal gucken. Vielleicht habe ich auch nur viel zu lange gebraucht für das Level. Das kann auch sein. So, hier können wir einen Block. Sehr schön. Ich glaube, damit haben wir sogar schon ein bisschen was gespart. Dann machen wir hier 2 Blöcke, damit ich da rüberkomme. Dann, das war dumm. Das war ebenfalls dumm. Ich glaube, hier reicht einer. Genau, hier reicht einer. Und hier machen wir einfach einen Dreier. Ja, das könnte so hinkommen. Das könnte so hinkommen. Wir probieren es mal. Vielleicht sind die Entwickler ja nett. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss da wieder die übelsten Tricks gleich auspacken. Das war dumm. Oder? Wäre das... Brauche ich hier... Wir starten mal neu. Ich bin irgendwie der Meinung, dass ich das auch mit einem Block schaffen kann. Gibt's Leute da draußen unter meinen Abonnenten? Ich sehe auch teilweise euch in der Freundesliste. Spielen auch der ein oder andere schon Boxboy. Macht ihr das auch? Also seid ihr genauso gestört wie ich? Oder wie sieht's bei euch aus? Schreibt's mir doch mal in die Kommentare. So, reicht das? Ich fand, das war gut. Ja, das war auch gut. Das war mega gut. Damit haben wir sogar nur 29 Blöcke in Welt 1 gebraucht. Yay! Und Welt 1 ist damit auf S-Rang abgeschlossen. Der kann sich doch sehen lassen. Sehr schön. Gibt's dafür noch was Besonderes? Irgendwie einen goldenen Stern über der Weltentür? Nein. Juckt die Entwickler anscheinend überhaupt nicht. Okay. Ist okay. Akzeptiere ich. Ich mach's eh, weil es Spaß macht. Und nicht, weil ich irgendwas dafür möchte. Yay. So, wie gesagt, wir gehen in den Shop. Ich möchte gerne ein paar neue Sachen kaufen. Wie zum Beispiel, ich glaube, wir kaufen uns heute ein paar Comics. Wie wär's mit? Sehr witzig. Manchmal hat man einfach kein Glück. Okay, ja, dann gib her. Hatte ich ja auch gerade nicht beim Spielen. Klapperschüttel. Was ich wohl krieg? Tada, Handschuhe. Tada, eine Armbanduhr, Alter, eine Gucci-Uhr. Und wie soll ich das alles bitte tragen? Ein Diamantenring. Ja, Kyubi kann sich das ja nicht anziehen. Das würde ja, da müssten die ja... Ach, das sind alles Sachen für die Hände und Kyubi hat ja keine Hände. Jetzt verstehe ich's erst. Niedlich. Okay, du kommst nicht weiter. Eines Tages seht ihr euch vielleicht wieder. Ja, damit. Ich häng fest, Zeit für einen Tipp. Tada! Und tschüss. Was passiert da? Ah, natürlich. Und tschüss. Der kann sprechen. Ach, der Guide Kyubi. Der Guide Kyubi kann sprechen. Ja, die sind schon witzig, die Comics. Die machen Spaß. Das erste war bis jetzt, glaube ich, das Schwächste, muss ich gestehen. Aber der Rest, der gefällt mir auf jeden Fall. So, dann gibt man nochmal, ja, komm, wir gönnen uns ein Outfit. Ich will mir das ja so ein bisschen aufsparen noch. Das ist ja schon ein bisschen was Besonderes, die Outfits. Und wir erhalten den Umhang. Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist ein Block. Sehr schön. Dann kriegt den jetzt unsere liebe Boxgirl. Den Umhang. Mit diesem wunderschönen Umhang. Sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Jacke für so eine Frau, ist so edel, ne? Kyubi hat der Frau die Jacke gegeben, damit ihr nicht kalt wird. Doch, das sieht süß aus. Ja, mit dem darf sie jetzt hier in Welt 2, wir machen, glaube ich, noch ein paar S-Ränge, würde ich sagen. Ja, darf sie jetzt hier einfach weiterarbeiten. Weil ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht, Welt 4 zu starten. Klar, ich glaube, es wird sich ausgehen, vor allen Dingen, wenn ich nicht auf die S-Ränge abspiele, aber ja, muss nicht. So, das erste Level muss ja auch gar nicht so schwierig sein, oder? Klar, wir können hier einen Block sparen. So, und wie machen wir das jetzt?
Ich glaube, das musste man so lösen. Und dann hat man das hier... Nein, schieb's rein. Meine Güte. So. Ein Block habe ich gespart. Macht das denn so viel Unterschied? Tatsächlich. Macht es. Krass. Krass, krass. Na gut, nächstes Level. Sehr schön, das lief tatsächlich recht gut. Ich werde besser. Mein Gehirn arbeitet. Yay. So. Das war dumm. Das gebe ich zu. Das musste ich von der anderen Seite kreieren. Aber man könnte bestimmt... Ah, das wäre fies, wenn das geht, aber... Ah. Hier brauche ich 3. Und hier? Brauche ich es eigentlich so, damit ich an die Krone rankomme. Das funktioniert nicht. Nee, nee. Jetzt würde ich gern wissen, wie knapp das war. Das wäre jetzt interessant. Aber das werden wir nicht rausfinden. Leider. Na gut, kommen wir 2, Level 2. Nochmal. Auf ein neues. Ja, ich habe jetzt schon eigentlich zu viel Zeit verschissen mit dem ersten Rätsel. Und jetzt bin ich zu blöd für das hier, kann das sein? Ah, schade, man kommt nicht durch. Ah, schade. Ich dachte, sonst hätte ich's. Aber nee. Da muss wirklich ein Block stehen. Na gut. Wie ging jetzt das zweite nochmal? Jetzt bin ich zu blöd fürs zweite irgendwie. Wie habe ich das gerade gelöst? Ich glaube mit dem Dreier, ne? Da hilft nichts. Da mussten wir einen Dreier hinmachen. Ja, und hier brauche ich eindeutig einen Vierer. Damit ich da an die Krone rankomme. Wir waren jetzt 4 Sekunden schneller. Das reicht aber nicht. Ich muss irgendwie am Ende einen Dreier benutzen und nicht einen Vierer. Da muss ein Dreier ausreichen bei der beim letzten Hindernis. Na komm. Das kriegen wir hin. Ich frag mich echt, ob es an der Zeit liegt. Im ersten Level lag es ja, glaube ich, an der Zeit. So, wie gesagt, wir müssen das mit einem Dreier probieren. Das funktioniert sogar mit einem Dreier. Sogar relativ gut, ja. Meine Güte. Ultra. Lernen dazu. Und wir waren sogar noch mal eine Sekunde schneller. Ja, jetzt reicht's. Sehr schön. Die Zeit macht, glaube ich, gar nicht so viel aus. Das ist, glaube ich, wirklich die Blöcke. Klar, du musst auch schnell sein. Aber größtenteils wollen sie wirklich das niedrigste Blocklimit, das es gibt. Na, dann machen wir weiter. So, 1. 2. 3. Hier brauche ich auch einen Zweier. Das hilft alles nichts. Ich war ein bisschen schneller, aber... habe ich nicht einen Block sogar gespart als zu meinem Hauptrun? Ich weiß es nicht. Lass gucken. Nein. Hab ich anscheinend nicht. Blöd. Das nächste Level haben wir sogar auf S-Rang. Das hier leider nicht. Ja, Rekord sind 6 Blöcke. Kann ich hier noch einen Block sparen? Es kommt mir nicht so vor. Es kommt mir wirklich nicht so vor. Ich muss ja das hier aktivieren. Und ich muss auch das hier aktivieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Wie ihr sehen könnt. Aha, doch, doch. Man kann hier sogar noch einen Block sparen. Sehr schön. Das muss jetzt S-Rang sein.
Klar, ich war ein bisschen langsam, aber ich glaube, so fies sind sie mit der Zeit nicht. Yay. Sehr schön. Ich glaube aber sehr knapp. Ich glaube, 15.000 war die Grenze für S-Rang. So, komm, die Welt schließen wir noch ab. Ich glaube fest dran, dass das funktioniert. Hier waren wir zeitlich richtig scheiße in dem Level, habe ich gesehen. 47 Sekunden, das geht doch bestimmt schneller. So, hier brauche ich ganz eindeutig 2. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Dann brauche ich ebenfalls... Nee, ich glaube, hier brauche ich sogar nur einen. Vielleicht sollte ich nicht jedes Mal neu starten. Vielleicht sollte ich mir erstmal das Level komplett angucken. Gut, das war verkackt. Das war ganz einfach verkackt. Da kann ich ruhig neu starten. Aber vielleicht sollte ich mir einfach mal das Level komplett angucken und dann erst den Neustart machen. Aber ich glaube, hier reicht ein Block aus, den ich so ein bisschen weiter an die Kante schieb. So, voilà. Dann reichen hier 2 aus. Die löschen wir. Werfen hier einen 1er. Und werfen hier einen 1er. Wunderbar. Komm schon. S. Für mich sah das nach S aus, der Run. Und für die Entwickler anscheinend auch. Yay. Sehr cool. Boah, das Gameplay hätte ich in Part 1 liefern müssen. Dann hätten nicht so viele Leute abgeschalten. So, hier waren wir auch richtig scheiße. Eine Minute haben wir hier gebraucht für das Level. Das geht doch bestimmt schneller. Und dann war es ein sehr erfolgreicher Part, würde ich meinen. Das funktioniert ganz eindeutig nicht mit einem. Da brauchen wir ganz eindeutig 2. Da brauchen wir ganz eindeutig 3. Da würde ich auch sagen 3. Und da war ich dumm. Da war ich ganz eindeutig wieder dumm. Weil für mich halt einfach die Frau so aussieht, das könnte ich die auch noch als Block missbrauchen, aber... Nee, wir sind hier nicht im Multiplayer, Ultra. Wir sind hier nicht im Multiplayer. Da wird das nämlich funktionieren. So, ich brauche nämlich jetzt hier... Ja, das war, glaube ich, schon einer zu viel, würde ich behaupten. Das war, glaube ich, schon ein Block zu viel. Vielleicht habe ich es oben noch gerettet mit den 2. Zeitlich war es auch okay. 20.000 ist aber nicht genug für die Entwickler. Schade. Ja, das geht bestimmt mit 3. Das geht hundertprozentig mit 3. Zack. Hier brauche ich 3. Da kann ich keinen sparen. Genauso wie hier. Weil ich ja die Treppe brauche. Aber hier wird's runterfallen. Das ist das Problem. Ich müsste das hier anfangen zu bauen und ein bisschen schieben, genau. Und jetzt hier so ein nicer Sprung. Wunderbar. Hoffentlich hat's zeitlich gereicht. Zeitlich fand ich's auch recht okay. Alter, 10.000 Punkte. Und das ist sogar S. Und das, obwohl es eine merkwürdige Zahl ist. 20.469. Wir hatten ja vorhin auch eine 20, also... Das baut wirklich auf fast jede einzelne Kommastelle. Nein, nicht Kommastelle, aber selbst 50 Punkte könnten da mattern. Selbst 50 Punkte könnten wichtig sein. Oh, es ist gestört. Na gut, meine Damen und Herren, wir haben Welt 1 und Welt 2 in diesem Part zu 100% abgeschlossen. Wirklich komplett S-Rang. Hammergeil. Und im nächsten Part, ich glaube, wir ziehen das weiterhin durch, Welt 3... Und vielleicht gucken wir uns dann das erste Minispiel an, bevor wir dann Welt 4 weitermachen. Klar, ich weiß, ihr wollt endlich, dass die Story weitergeht. Aber ich will halt auch die 100% und vielleicht helfe ich ja dem einen oder anderen, dann auch den S-Rang zu erreichen. Ich weiß ja nicht, vielleicht, ja, ne? Ist ja der ein oder andere unter euch da draußen, der das ebenfalls möchte. Für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch einen Daumen hoch da und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bei Boxboy plus Boxgirl. Bis dahin, auf Wiedersehen.